Und jetzt hat man mit den Zukunftsorten, da hat man so diese Kreativwirtschaft kennenzulernen und mit denen in Symbiose zu gehen. Das ist schon nur ein Quantensprung, das muss ich echt sagen. Aber wenn ich über den Tellerrand nicht ausschaue, wie soll ich was verändern? Wenn ich immer in meiner Suppe koche, da muss ich ausschauen. Also ich finde es eine unglaublich bereichernde Einrichtung. Denn das, was wir jetzt sehen, ist nicht von ungefähr gekommen. Wir haben so eine tolle Jugend. Die sind ja viel, viel gescheiter als wir gewesen. Was wir für Verrückte waren, das darf ich meine Blumen jetzt gar nicht erzählen. Was können wir mit den Antworten, was wir heute haben, die Probleme von morgen lösen? Die können uns teilweise eigentlich schon Dinge mitten ins Gesicht sagen. Die ganze Wahrheit, wir reagieren gar nicht mehr drauf. Eigentlich ist es ja grotesk, dass wir vor den Robotern Angst haben, dass sie uns die Arbeit wegnehmen. Eigentlich war es ja schön, wenn sie uns die Arbeit wegnehmen. Aber das ist die Frage dann, können wir dann was anfangen mit der Zeit, was wir nicht arbeiten? Oder müsste man nicht die Arbeit viel besser aufteilen und auch natürlich das Einkommen? Aber das ist absolut an die Substanz gekommen. Da war wirklich der Bürgermeister, ich und der Geschäftsführer von der Energiewerkstatt. Und da haben wir dann noch im Nachhinein drauf gekommen, dass eigentlich alle am Limit waren. Aber es hat keiner gesagt, weil er glaubt, die anderen haben nur so fit. Ja, aber es ist ein sichtbares Zeichen, dass man was bewegen kann, dass man was möglich ist.